Ja, hallo YouTube, hier ist noch einmal Florian für euch. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch aussah oder nicht. Hier im Hotelzimmer und jetzt hier gerade mit dem Blick ein bisschen von oben nach unten auf das Bett von der Bettkante hier oben runter. Und tja, dachte, ich nutze dann jetzt nochmal die Gelegenheit hier, um ein bisschen zu zeigen, was denn heute alles so in Akiba abgegriffen worden ist, was sich eben hier in der Tüte befindet. Und ja, fangen wir am besten dann mal ohne Umschweife an, weil kann ich mir das gleich ein bisschen auf dem Rest vom Bett hier zurechtlegen, wie ich das dann nachher in die Koffer noch einpacken werde. Hier haben wir einmal das kostenlose Poster, was es noch gab. Es blendet leider ein bisschen das Licht. Vielleicht mache ich doch das mal hier vom Bett aus. Ich glaube, dann ist es zu dunkel, oder? Ich glaube, das ist zu dunkel. Naja, auf jeden Fall, so sieht es dann entsprechend aus. Das ist dann so scheinbar ein bisschen die Dame. Ich kann ich noch doch ein bisschen rauszoomen, das Ganze. Ja, die Dame, die wir hier haben, für das National Gakuen-sai, also für dieses Summer School Festival von dem MFJ Rando. Tja. Juyonsai to Illustrator. Oh, also eine 14-Jährige oder 14-Jähriger Illustrator, der das Ganze wohl gezeichnet hat. Ich mache mal das Licht doch wieder an, auch wenn es ein bisschen blendet. Sieht man dann, glaube ich, farblich und so weiter ein bisschen mehr, wie es im Originalen auszusehen hat, als andersrum. Also das dann das Poster, davon insgesamt zwei abgegriffen. Also das kostenlos bei der ganzen Sache mit dazu. Deswegen fische ich mir mal das zweite hier raus und lege das auch mal ein bisschen zur Seite hier. So, dann das, was ich mir bei AmiAmi geholt habe. Das, wo ich gesagt habe, das ist was ganz Nettes von Danganronpa. Immer ist es dann so, dass ihr die Tüten mit diesem Band zumachen, wo es immer ein bisschen schwierig ist, das dann mal wieder aufzubekommen. Wobei ich das meiste, glaube ich, dann doch in den Tüten letztendlich belassen werde, damit es ein bisschen besser verpackt ist. Und zwar so ein cooles Klemmbrett. Ein cooles Klemmbrett für, wie gesagt, 300 Yen. Also, ich weiß nicht, ob man es einigermaßen sehen kann. Ich muss ein bisschen seitlich hinhalten. 300 Yen. Das heißt, ja, 2,20 Euro, 30 oder so beim derzeitigen Umrechnungskurs. Und das war wohl irgendwie ein Special, limitiertes Item bei Namja Town 2014 oder dergleichen gewesen. Und ja, hier mit dem Tamonokuma entsprechend drauf. Finde ich eigentlich als Klemmbrett für den Preis auf jeden Fall richtig super. Deswegen habe ich mir das als Danganronpa Franchise-Liebhaber nicht nehmen lassen. Zum Beispiel immer mal neben Nanami Chiaki von Danganronpa 2, meinem Favorite Character, immer auch mal was mit Monokuma drauf haben wollte. Und da hat sich dann das hier perfekt dafür angeboten. Dann, ich konnte es auch nicht sein lassen, mal, ich weiß nicht, warum es die Japaner so sehr lieben, einen Gacha-Automaten von Kimono Friends zu machen, wo es eigentlich fast nur von Charaktern gibt, die ich cool finde, von ein paar der Pinguine, Kaman-chan und Sawol und so weiter und so fort und Toki. Und ja, ich habe jetzt hier den Loyal-Pinguin, also den Kaiser-Pinguin und dergleichen, dann als kleine Metal-Badge erhalten. Aber man sieht es leider nicht, weil auf der Rückseite noch so ein bisschen Werbung drin ist. Das war, glaube ich, auch bei AmiAmi. War das bei AmiAmi oder bei Toranoura gewesen? Bei einer Etage dann draußen im Treppenhaus, die Gacha-Automaten. Da war dann so ein Dojin, also ein Fan-Made-Metal-Badge-Gacha-Automat für 200 Yen. Dann eine Badge von Kimono Friends. Da habe ich dann ja mit Motiven, die ich mir, ja, mit denen ich alle zufrieden gewesen wäre. Ich hätte gerne die Pinguine vermieden, auch wenn sie trotzdem, wie ich finde, ziemlich süß sind. Ich glaube, hier unten dann mit dem Licht sieht man es nicht mehr so wirklich gut. Deswegen gehe ich ein bisschen nä näher ran. So sieht das Ganze also aus. Fand ich richtig cool, also auch für 200 Yen. Für im Prinzip fast nichts erhalten. Dann gehen wir mal ein bisschen dieses Material nochmal durch, was wir erhalten haben von den Rem-Event, bevor wir hier den Beutel von dem ehemaligen Tokyo, also von dem Akiba Shop mit dem Atom und so weiter uns angucken. Was haben wir hier noch? Genau. Es gab noch so ein bisschen ein paar Sticker, die dann noch verteilt worden sind, von denselben, die dann die Poster verteilt haben, Werbematerial und so weiter. Das soll dann hier, glaube ich, Werbung sein. Rori no Hime, also die Lolli-Prinzessin. Ab 10.9. ist es dann wahrscheinlich eine neue Veröffentlichung, nehme ich mal an, von dem Verlag. Also Rori no nee, Kyokara Orewa Rori no Himo. Huch, Entschuldigung, nicht Hime. Also von heute an bin ich der Himo der Loddies. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was Himo heißt. Wo habe ich das Handy? Gucken wir direkt mal nach. Ich kann ja auch mal ganz kurz nebenbei zeigen, wenn ich immer mal Sachen zwischendurch auf dem Handy und dergleichen nachgucken will. Ich muss es ja so halten, da die Perspektive der Kamera ja so ist. Wenn ich zwischenzeitlich mal Sachen nachgucken will, muss ich mich erstmal mit dem Passwort einloggen.
Das mache ich mal ganz kurz nebenbei. Und ich benutze dann die App Makimono hier. Also es gibt auch eine Waduko-App, wenn man hier sieht. Aber ich finde die ein bisschen langsam, weil die auch, glaube ich, online zugreifen will, während das Makimono eben eine Offline-Dictionary-Variante ist. Und dann kann man eben auf Wörterbuchsuche gehen und wenn man dann das Ganze auf Japanisch umstellt und dann eben in dem Fall jetzt hier Himo eingibt, dann kann ich mir eben hier anzeigen lassen, was das denn bedeuten könnte. Und Himo wäre dann also Schnur, Kordel, Faden, Band, Strick. Ah, Liebhaber, okay, der sich aushalten lässt. Ich schätze mal, das ist dann so ein bisschen die umgangssprachliche Meinung, die hier gemeint ist. Also von heute an werde ich ein Lolli-Liebhaber sein. Okay, das ist dann also der Titel von scheinbar diesem neuen Ding, was hier rauskommt, wo sie ein bisschen Sticker für verteilt haben ab dem 10. September. Das ist, was haben wir heute? Ja, nee, morgen ist der 11. Ja, das ist ab heute. Deswegen haben sie es dann scheinbar direkt mit verteilt. Ja, und deswegen, da hat er mir gleich zwei in die Hand gedrückt, im Gegensatz zu vielen von den anderen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, ob er mir damit was sagen möchte. Dann gab es ja diese ja, kleinen eigentlich Werbekugeln, Plakate hier und so weiter, die dann hier unten ein bisschen grün abgestempelt worden ist, die man eben vorzeigen konnte, um so ein bisschen extra noch Limited Goods zu erhalten mit Lamb drauf. Die hat man hier im Sega Center eben limitiert bekommen. Ich habe die heute auch noch gesehen, wie sie sie verteilt haben. Und da hat man dann. Ja, das ist noch so weiteres uninteressantes Werbematerial hier. Das hier ist das Prospekt von, ich glaube, das ist dasselbe. Ja, ich hab zweimal denselben, dann kann ich einen von wegschmeißen auf jeden Fall. Genau, das hier habe ich schon gezeigt. Ich glaube, das sind gar keine, ich habe Anfang ist gesagt im Video, dass es Sticker sind, aber ich glaube, das sind sowas wie Lesezeichen. Also so durchsichtige Lesezeichen, die man eben benutzen kann. Das geht leider schon ein bisschen auf, wurde ein bisschen Mitleidenschaft gerissen. Deswegen vom Summer School Festival hier entsprechend, wie man es auch lesen. Also lesen kann ich muss natürlich immer richtig rumhalten. Ich gucke umgekehrt auf den Bildschirm, deswegen, wenn ich es manchmal ein bisschen komisch oder falsch rum in die Kamera halte, dann bitte ich es zu entschuldigen. Deswegen so sehen also dann diese Lesezeichen, die man sich hier rausnehmen kann, aus. Finde ich eigentlich richtig cool, so als kleines Gimmick extra. Dann dieses. Ach, sehe ich jetzt erst, das ist auch so ein bisschen durchsichtig. Weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann, wenn ich da mit der Hand unten drunter lang fahre. Was so ein bisschen Postkartenartig wirkt, aber nicht wirklich eine Postkarte ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die sich dann irgendwie an die Wand machen oder irgendwo schön hintackern oder so. Keine Ahnung, was mit Illustrationen, ein bisschen School Life mäßig, ein bisschen, fast ein bisschen wie ein No Game, No Life Mix sieht es fast ein bisschen aus von den Farbgestaltungen her, hier mit ReZero eben. Und dann eben mehr in dem Zeichenstil, in dem mehr Moe, runderen, weicheren Zeichenstil, als man es aus dem Anime eben kennt. Also ich glaube, das ist die Original-Illustratorin, die das hier gemacht hat, oder Illustrator, ich weiß es nicht genau. Ja, hier haben wir nochmal das, was man dann im Anschluss eben bekommen hat an die VR, ja, an die Virtual Reality Tycoon, also Erfahrungen, die man mitmachen konnte. ReZero, VR de Isekai Sekatsu, also über VR kann man auch dann sein Isekai-Leben verleben. Dokashimashitaka? Hi. Ima wa remdake desu yo. Futari kiri desu. Ja, das sind die ersten Worte, die sie gesprochen hat, als man dann eben bei ihr auf dem Schoß in der Virtual Reality saß. Dokashimashitaka? Ist irgendwas? Ja, ich bin's nur, Rem. Wir sind nur zu zweit und so weiter. Ja, deswegen, ah ja, hier, das hatte ich glaube ich auch schon gezeigt gehabt, eben mit diesen. Hier kann man es auch nochmal sehen, wie man, was man dann, dass hier eben die Kamera dann reinkommt, beziehungsweise das Smartphone besser gesagt, und man dann eben durchgucken kann. Ich habe es ja auch im Video schon gezeigt, müssen wir jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nee, das war's gewesen von diesen, ja, Limit-Goods-Sachen, wenn man es denn so nennen möchte. War natürlich free, deswegen kann man da jetzt auch keine riesengroßen Dinger und Sachen erwarten. Und dann, das hatte ich auch schon ganz kurz gezeigt gehabt, vielleicht kann ich, ich glaube, das kann ich wirklich mal raustun, weil das Ding ist eh sicher dann in der Metallbox, da brauche ich dann das Plastik nicht noch mit drumherum. Da können wir uns die Uhr vielleicht doch mal einmal anschauen, die ich dann eben aus dem leichteren von den Gacha-Automaten bekommen habe. Also nicht von den Sega-Dingern, die fand ich wirklich schwer und das meinte auch mein Kumpel gestern, dass die von Sega so gemacht sind, dass man da ziemlich schwer an die Sachen rankommt. Deswegen öffnen wir das Ganze mal. Ich mag ja, wie gesagt, generell sowieso immer irgendwelche Goods und dergleichen, die einen gewissen Nutzen haben. Ah, da ist noch so eine Kette mit dran, dass man das dann auch irgendwo anketten kann. Ich hoffe, ich kriege das wieder einigermaßen rein. Ich lasse es erstmal so drin, damit ich das einigermaßen wieder reinbekomme. Und dann, wo kriege ich es auf? Genau, indem ich oben drauf drücke. Und dann muss ich gucken, dass ich das einigermaßen so ins Licht kriege, dass man es sehen kann, ist da dann eben dieses Bild von Emilia und Rem mit drin in der Uhr. Ich muss es dann noch aufziehen, einstellen und so weiter.
Sie läuft allerdings schon. Ist es auch die richtige Zeit gerade? Wir haben es, ich vergleiche mal kurz mit meiner Handyuhr. Wir haben es 21.07 Uhr. Hier ist es, glaube ich, gerade 6, 7, 8 Uhr 7. Also geht um eine Stunde falsch. Ich müsste noch eine Stunde richtig stellen. Beziehungsweise ich kann auch warten, bis ich wieder in Deutschland bin. Dann muss ich sowieso nochmal komplett umstellen. Ja, deswegen, das also die Taschenuhr. Finde ich eigentlich total cool. Deswegen, sowas mag ich dann eben. Und ja, wenn ich mal wegrechne das Geld, was ich für die Versuche gestern im Sega ausgegeben habe, um an diese Uhr zu kommen, bin ich mit dem, was man dann eben hier hat, für 2.100 Yen, die ich effektiv gebraucht habe, um hier ranzukommen, eigentlich sehr zufrieden. Mit den restlichen Versuchen, die ich durch die übrig gebliebenen 100 Yen und dergleichen hatte, habe ich ja dann noch den Fächer geholt. Ich überlege, ob ich den auch auspacke, ob ich den dann gut wieder irgendwie reinkriege. So, legen wir das Ganze mal drüber. Ich hoffe, das kratzt da nicht zu sehr. Ja, vielleicht mache ich das einmal anders. Ist jetzt nicht so schön drin, wie es vorher war. Aber besser erstmal als nix. So, aus der Decke. Machen wir das erstmal wieder zu. Das dann in den Müll hier. Dann irgendwo hatte ich schon das Ding zur Seite gepfiffert. Oder habe ich doch im Beutel drin gelassen. Hier also dann der Fächer. Ich packe ihn jetzt doch mal aus. Ich kann ja hier dann problemlos wieder reintun. So, einmal raus. Dann hier einmal öffnen. Ja, Japaner und Verpackung ist auch immer so eine Sache für sich. Oh, da hat man meine Beine gesehen. Sorry. So, dann hier also Sensu liest man das hier. Das Sensu, also die beiden Zeichen hier. Das ist eben dann ein Fächer. So ein, es gibt auch noch Chico, nicht Chico war. Ah, es gibt noch einen anderen. Ich blende es vielleicht ein, beziehungsweise ich kann es gleich zeigen. Wahrscheinlich, wenn ich zu den Einkäufen von dem Atom gehe, gibt es noch ein anderes Wort für die nicht so Klappfächer sind wie diese hier, sondern die diese Plastikfächer sind, die ja so drauf bedruckt sind oder wo so drauf, Sachen draufgeklebt sind. Hier, da müsste ich auch das hier schon lösen. Vielleicht ein bisschen. Schaffe ich es nochmal drüber zu machen. Gut, und dann machen wir das Ganze mal auf. Ja, andersrum, genau so. Und dann hat man für die heißen Sommertage einen heißen Fächer. Rückseite entsprechend dann natürlich ein bisschen. Oh, das tut gerade gut, weil ich die Lüftung hier nicht anhabe, die Klimaanlage. Tja, den dann also für nur ein paar wenige 100 Yen geholt. Die hier kosten auch üblicherweise, ja, 1000 habe ich schon mal welche gesehen von diversen Serien, wenn es ja günstigere, nicht so beliebte Serien waren, bis 1500 habe ich für die schon gesehen. Das heißt, hier bin ich relativ gut weggekommen. Da habe ich ja hier effektiv die 5 Versuche und dann habe ich es nach 3 weiteren geschafft. Ja gut, 800 den habe ich, glaube ich, insgesamt gebraucht für den hier. Das heißt, definitiv unter dem typischen Preis, den man für die bezahlt. So, versuche ich mal das Ding hier wieder drüber zu bekommen, dass es einigermaßen noch wie original verpackt aussieht. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich glaube, so rum muss ich das machen. Zack. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Hier werde ich vielleicht einen kleinen Schnitzel setzen. Ich glaube, hier muss ich ansetzen. Mehr schlecht als recht. Aber ich habe es wieder einigermaßen drüber bekommen. Dann packe ich es mal nur in die Verpackung hier rein. Die zweite. Ich glaube, andersrum ist besser. Die zweite Plastikhülle, die drumherum war, die brauchen wir jetzt dann nicht unbedingt mit in den Koffer zu nehmen. Ich meine, das Plastik nimmt zwar kaum irgendwelche Gramm weg, aber Müll ist Müll, deswegen weg damit. So, und dann bleibt noch der Großeinkauf in dem Beutel hier aus dem Kitado Atomu Einkauf. Wie man sieht, durchaus eine Menge geholt. Das war nochmal der letzte Großeinkauf gewesen aus Akihabara. Davon werde ich jetzt auch nicht alles aufmachen. Eine Sache, die ich mir geholt habe, ist so eine Tragetasche, ein Toteback, das für 1300, also beim derzeitigen Kurs ziemlich exakt 10 Euro, wo eben, ja, Japari Park drauf ist, ni itekimashita. Ich bin zum Japari Park gekommen. Hier hat man dann die Unterseite, wie es dann aussieht, wo wir dann den Japari Bass haben und, ja, wenn man es von der Anfangsszene der ersten Folge noch kennt, wo wir Savard haben, die eben auf dem Baum der Savanne, wo sie geschlafen hat, sitzt, beziehungsweise eigentlich schläft sie hier unter einem Baum. Das heißt, nicht ganz so original wie in der Serie in der ersten Folge, aber so ähnliche Schlafhaltungen auf dem Boden neben einem Baum in der Savanne mit dem Japari-Bus hier entsprechend. Japari-Park-Tasche. So, sieht die also nochmal aus. So ein Toto oder Tote. Baku nennen die sich, diese ja, Tragetaschen aus diesem etwas faserigen Material. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich für ein Material ist. So,
Dann, das hier ist das, was ich meine. Steht es hier auch drauf? Es steht hier nicht drauf, aber ich glaube, ich habe die Rechnung hier mit reingetan oder ich habe die in meinem. Ist die Rechnung hier drin? Ich glaube, die habe ich doch hier, habe ich sie drin. Dann müsste es hier wahrscheinlich draufstehen. Genau, Uchiwa. Uchiwa heißt es. Diese nennen sich in Katakana geschrieben Uchiwa, im Gegensatz zu den Sensu. Die Sensu, also welche, die man, wie gesagt, so aufblättert. Und das hier sind Fächer, die dann eben schon so direkt fertig sind. Meistens sind das eigentlich, ist es im Prinzip nur, die sind auch meistens ganz günstig. Das hier ist auch nur 330 Yen gewesen, weil es im Prinzip nicht mehr ist als eben dieser Plastikfächer, wo dann einfach nur ein bisschen Papier, welches bedruckt ist, eben mit irgendwelchen Charakteren und dergleichen drüber ist. Hier haben wir nochmal das gesamten Cast von Japari Park. Ich glaube sogar mit einigen von den Furenzu, die im Game aufgetaucht sind. Also auch einige, die nicht im Anime aufgetaucht sind, sondern diesem ursprünglichen Smartphone-Game gab. Ich glaube, Mirai war auch irgendwo mit drauf, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil der Artstyle auch ein bisschen nicht dem Anime entnommen ist, sondern ein bisschen eher so, wie das Smartphone-Game ausgesehen hat. Also es wird jetzt auch so ein bisschen rückwirkend Merchandise und Goods verkauft, eben für Kimono Friends jetzt, wo es eben durch den Anime seine plötzliche Berühmtheit erlangt hat. So, gucken, dann bleibe ich eventuell gleich bei Kimono Friends. Dann müsste ich nämlich noch eine Sache haben, die nicht. Die hier, genau. Eigentlich wollte ich von Kimono Friends so ein... eine kleine Regenjacke, so eine Polyester, Nylon war es gewesen, eine Nylonjacke nehmen. T-Shirts wollte ich nicht, weil ich habe wirklich mittlerweile mehr als genug Anime-T-Shirts. Aber bei Kimono Friends gab es noch eine schöne Sache, nämlich, man sieht es nur ganz schwach, das Zeichen des Parks, des Japari Parks, auf eben ein Poloshirt. Poloshirts, meine Eltern meinen, stehen mir ganz gut und von Poloshirts kann man nie genug haben. Hab's mir dann auch entsprechend in XXL geholt. Und man sieht es leider nicht, auf dem Ärmel von dem hier steht dann auch noch Japari Park drauf. Ansonsten ist nicht viel weiter drauf. Es war auch einigermaßen günstig, also 3200 Yen, ungefähr 25 Euro umgerechnet für ein Poloshirt aus 60% Polyester und 40%, kann ich nicht lesen, weil da der Kadokawa-Sticker drüber ist. Deswegen, ja, das dann eben also auch geholt. Damit sind wirklich die Kimono Friends Sachen durch, die ich mir da gekauft habe. Der Rest ist, nicht ganz der Rest. Der fast Rest ist Konosuba, weil ich ja Megumi mehr als vernachlässigt habe. Hier allerdings, das war nämlich gerade im Angebot gewesen, die Shirts runtergesetzt von 3000 auf 1500. Und zwar, so ein paar Überbleibsel, Sachen, die sie hatten von, in dem Fall hier Akiba Strip. Das ist eine Serie, die lief in der Winterseason, glaube ich. Die habe ich noch nicht geschaut. Sie basiert eben auf einem Game, was ich sogar auf Steam schon gekauft habe, was aber eben ein bisschen grafisch aufwendiger ist und was ich eben dann irgendwann mal, wenn ich einen besseren PC habe, entweder als Let's Play oder mal als Streamspiel machen will. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis es das mal zu sehen gibt. Ich werde mir, denke ich, vielleicht doch vorher mal den Anime angucken, jetzt wo ich das Shirt habe, weil es eben ein T-Shirt dann für 1500 Yen, also für 12 Euro, mit etwas, wo ich weiß, damit werde ich mich sowieso noch auseinandersetzen mit dem Game und dergleichen. Das hier ist dann allerdings speziell Goods für die Anime-Umsetzung, weil dann hier eben Akiba Strip oder Trip The Animation drunter steht. Aber das werde ich mir auf jeden Fall irgendwann noch geben, auch in XL dann die Größe glücklicherweise gehabt in dem Korb, wo dann eben diese reduzierten Sachen mit drin waren. Es waren auch ein paar reduzierte, also gestern waren sie nicht reduziert, heute waren sie um 20% reduziert Sachen von ReZero mit in einem Regal mit drin. Aber da habe ich mir da nichts geholt, weil ReZero habe ich jetzt auch mit der anderen Sache wirklich mehr als genug. Quatsch, nicht der Beutel, sondern der Rest, den ich noch habe, sind noch zwei Sachen, oder drei Sachen, zweimal dasselbe allerdings von Konosuba mit Megumin. Und zwar, hier haben wir einmal so einen kleinen Rubber Strap, also ein Gummi, wie kann man das sagen, Anhänger, wo dann eben eine Megumi drauf ist, die entweder von einem der Charakter, die in der Serie vorkommen, getragen werden, die dann unterschiedliche Gesichtsausdrücke machen, ein bisschen Chibi-mäßig, oder eine Megumi, die tatsächlich Explosion gerade wirkt, oder noch eine Geheimvariante, wo ich echt keine Ahnung habe, was das denn sein soll. Ich weiß nicht. Soll ich es jetzt aufmachen? Ich mache es mal jetzt auf. Ich will es jetzt wissen. Ich bin eigentlich mit allen Varianten zufrieden. Also Kazuma, der Megumi trägt, ist vielleicht Nummer 1. Dann die Megumi, also hier der Kazuma, der Megumi trägt, wäre vielleicht das, was ich am ehesten würde haben wollen.
Dann vielleicht die Megumin, wie sie Explosion wirkt. Und dann, egal, ist es mir im Prinzip fast wurscht, ob es nun Viz ist, ob es Union ist, ob es Aqua ist, ob es Darkness ist. Ist mir alles recht. Ich habe eher fast ein bisschen Angst vor dem Secret-Ding, weil das sieht irgendwie ein bisschen klobig aus meinem Kopf. Deswegen schauen wir mal, was letztendlich bei rausgekommen ist. Machen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Die Packung. Vielleicht werde ich hier einen kleinen Schnitt setzen, weil ich habe kaum Fingernägel, mit denen ich hier noch so nach Klebedings hier aufmachen kann. So, endlich einigermaßen aufgekommen. Und dann schauen wir mal. Es ist Wiz, die Megumi trägt. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Wiz ist ziemlich auch letztendlich ein ziemlicher Badass-Character und ich mag sie gerade nach den letzten beiden Folgen der zweiten Staffel, wo sie ja im Kampf gegen den Slime absolut Badass gewesen ist, mag ich Wiz auch ganz gerne. Schade, dass in der ersten Staffel ihre Introduction so ein bisschen übersprungen worden ist. Dafür müsste man vielleicht wirklich irgendwann mal die Light Novel oder dergleichen lesen. Ich frage mich, ob sie ihre Introduction und so weiter, ob das in den Spielen, also die auf der DVD Blu-ray sind, ein bisschen die Story mit drin ist. Daher, weil ich weiß nicht, wie sehr sich das Game an dem Anime und dem, was dort passiert, orientiert und wie sehr an der Light Novel. Deswegen, ja, aber Wiz mit Megumin kann ich auf jeden Fall mitleben. Das nehmen wir. Tun wir es mal wieder in die Verpackung rein. Kleben es erstmal wieder ein bisschen zu. Falls es dann zu sperrig ist mit der Verpackung, werde ich dann vielleicht den Rubber Strap einfach so mit reinnehmen. Schauen wir mal. Und dann, ach, man hat es ja schon gesehen, jetzt lag ja die ganze Zeit schon, habe ich mir hier so, naja, Untersetzer aus relativ gutem Stoff, deswegen die haben auch 1500 pro gekostet, aber ich dachte, irgendwie nur einen nehmen ist dann auch schlecht, wenn man mal einen Gast hat oder eine Anime-Party macht und nur irgendwie zu zweit ist und so weiter. Wäre es kacke, wenn man dann nur einen hat, wo man ein Glas oder irgendwas draufstellen kann. Die sind, glaube ich, aus so einem Stoff gemacht, den man auch relativ gut dann wieder abwaschen und dergleichen kann, deswegen sind die dann eben auch ein bisschen teurer. Ja, also solche Untersetzer hier dann eben auch gekauft mit Nice Bakuretsu entsprechend drauf. Also, ja, gute Explosion. Das, was sie einem, glaube ich, gesagt hat, nachdem sie mit Kazuma mehrfach das Schloss von Dadahen und dergleichen ja, angegriffen, Explosion darauf gewirkt hat, gab es dann irgendwo einmal diese Szene, wo sie dann so unten liegt, den Daumen nach oben hebt und zu Kazuma sagt: Nice Bakuretsu. Und er antwortet auch mit: Nice Bakuretsu. Ja, deswegen habe ich auch endlich mal Megumin ein bisschen Genüge getan mit den Einkäufen hier und ja, das war es dann gewesen. Ich habe es jetzt ein bisschen da hinten hingepackt. Nehmen wir einfach mal die Kamera in die Hand. Da liegt das jetzt alles wild über, ja, sehr toll geordnet, damit ich es gut dann einpacken kann in den Koffer, verteilt über das Bett. Die hier muss ich auch mal wieder ein bisschen dann zusammenklappen, dass ich die vielleicht transportieren kann. Die ist jetzt auch durch den Einkauf heute ein bisschen mitgenommen. Der Einkaufsbeutel hier, aber die kann man trotzdem immer noch mal wieder gut gebrauchen, solange die nicht irgendwo anfangen zu reißen oder nicht zu sehr mit Leidenschaft gezogen sind. Und dafür ist es auch wichtig, dass man am besten als Stabilisator diese kleine Pappe, die hier immer auch mit drin ist, auch mit möglichst drin bleibt. So. Gut, und dann war es das mit dem Akiba Otaku Festival ReZero bzw. Verlagsfestival mit ReZero, No Game No Life und Classroom of the Elite vor allen Dingen im Fokus, was heute stattgefunden hat. Und ja, ReZero eben verschiedene Sachen gekauft, im Game Center und dergleichen gewonnen und dann eben noch der Einkauf in dem Atom Akiba Infoshop, wo eben Kimono Friends und ja, Konosuba Megumi technisch ich mich eingerichtet oder ja, ein bisschen versorgt habe heute. Und dann eben das eine reduzierte XL-Shirt von Akiba Strip oder Akiba Strip, je nachdem. Man kann es durchaus zu Recht, wie ich auch in Game-Trailern und so weiter gesehen habe, als beides Läden, also der Trip nach Akiba oder der Strip in Akiba. Nun gut, das war es jetzt aber wirklich, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen hier in diesem Flotakultur-Video. Vielleicht muss ich mich ein bisschen anders hinstellen, dass das Licht, dass die Beleuchtung so ein bisschen besser und ist, dass das auch professioneller wirkt hier und dergleichen. Weil es ist ja nicht so, dass ich hier einen Amateur-Channel oder sowas machen würde. Also, ich meine, mein Hauptchannel, jetzt mit sechsjährigem Jubiläum und so weiter, langsam kann ich mir mal ein bisschen was einbilden hier und arrogant werden und dergleichen, ne? Deswegen, nein. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Das ist, glaube ich, jetzt ein ungeplantes und viel ellenlängeres Video geworden, als ich es eigentlich ja, als es eigentlich geplant war. Morgen, hatte ich, glaube ich, im Laufe des Tages irgendwann schon mal erwähnt, ist der Plan dann ein bisschen
Seiji Junrei zu machen. Kimi no Nawaro auf jeden Fall geplant. Und nachdem ich heute das jetzt zufällig gesehen habe, gehe ich doch nochmal nach Akihabara, dahin, wo dieser Schrein mit Love Life ist, einfach um ein bisschen Bildmaterial zu sammeln und vielleicht auch anderes Material, was ich dort in die Hände bekommen kann, einfach weil es mir vielleicht nützlich auch für meine Arbeit ist. Deswegen werde ich dort morgen auch ein paar Aufnahmen machen, werde hier nochmal den Akku aufladen von der Kamera, das darf ich nicht vergessen, weil der jetzt auch, wie lange geht er noch? 1 Stunde 20. Und na, auf dem Chip ist noch genug Platz, über 2 Stunden, aber wenigstens mal den Kamera-Akku aufladen, dass er dann morgen noch durchhält, den letzten Tag. Ja, und ansonsten, es geht dem Ende entgegen. Sowohl für Florians Hauptchannel, für den ich heute gar nichts aufgenommen habe, als auch hier für Flotaco Tours in Japan, wenn es eben dann Orte ging, ob Akiba jetzt oder sonst irgendwo etwas, wo eben dann das Otaku-Anime-Manga-Fanherz und dergleichen höher schlägt. Und hoffe, hat euch dennoch Spaß gemacht und gefallen das Ganze. Und ja, mal sehen, was in Zukunft so alles folgen wird. Und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen bis hierher und sage Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit wem beenden wir das denn hier mal mit dem Rauszoomen heute? So, beide haben es verdient.